Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wenn ihr hartnäckige Probleme mit eurer Grafikkarte habt oder eine neue Grafikkarte einbauen wollt, kann es sinnvoll sein, die aktuellen Treiber inklusive allem, was dazugehört, zu entfernen. Gerade beim Einbau einer neuen Grafikkarte eines anderen Herstellers, also AMD, Nvidia oder Intel, ist es besonders sinnvoll, den alten Ballast vorher zu entfernen. So lassen sich unter Umständen spätere Probleme vermeiden. Ein typischer Weg, solche Altlasten loszuwerden, ist es, über den Windows-Gerätemanager die entsprechende Hardware, in diesem Fall Grafikkarte, zu deinstallieren. Das ist in jedem Fall schon mal ein guter Ansatz. Doch wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann verwendet man den Display Driver Uninstaller. Wie das geht, seht ihr jetzt. Herunterladen könnt ihr das Tool unter folgendem Link. Auf der Seite scrollen wir fast ganz nach unten und wählen unter Download Locations eine Quelle für den Download aus. Ich verwende hier Germany. Nach dem Anklicken des Links landen wir auf einer neuen Seite und müssen kurz warten. Der Download startet automatisch nach ein paar Sekunden. Als Speicherort verwende ich hier, der Einfachheit halber, direkt den Desktop. Bei dem Download handelt es sich um ein ZIP-Archiv. Dieses müssen wir also zunächst entpacken. Hierzu einfach die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und alle Extrahieren auswählen. Es erscheint ein Fenster, in dem wir gefragt werden, wo wir die Dateien entpacken möchten. Hier können wir einfach auf Extrahieren klicken. Nach dem Entpacken öffnet sich ein Explorer-Fenster mit den Dateien, die entpackt wurden. Hier klicken wir jetzt doppelt auf die ausführbare Datei. Bei dieser handelt es sich ebenfalls um eine gepackte Datei, allerdings in Form eines selbstentpackenden Archivs. Jetzt noch auf Extract klicken und das Archiv wird im aktuellen Ordner entpackt. Ihr könnt natürlich auch einen eigenen Pfad auswählen. Wir öffnen den neuen Ordner und haben hier endlich Zugriff auf das Programm. Eine Installation ist nicht notwendig. Wir starten das Tool und erhalten zunächst ein paar Hinweise, die wir mit OK bestätigen müssen. Als nächstes sehen wir ein Fenster mit zahlreichen Optionen. Hier könnt ihr euch einfach durchlesen, was es so gibt und falls notwendig die entsprechenden Optionen aktivieren oder deaktivieren. Im Zweifelsfall lasst alles wie es ist. Danach einfach auf Schließen klicken. Wir erhalten noch einen Hinweis, der besagt, dass wir uns nicht im abgesicherten Modus befinden und dass der abgesicherte Modus für eine bessere Säuberung empfohlen wird. Diese bestätigen wir mit OK. Jetzt befinden wir uns in der eigentlichen Anwendung. Die Bedienung ist recht einfach. In dem Feld Select Device Type wählen wir die Art des Geräts aus, das wir deinstallieren wollen. Ich wähle GPU aus. Im nächsten Feld wählen wir den Hersteller, den wir bereinigen möchten. Hier haben wir zum Zeitpunkt des Videos AMD, Nvidia und Intel zur Auswahl. Nachdem wir den entsprechenden Hersteller ausgewählt haben, können wir auswählen, wie wir vorgehen möchten. Hier wird Säubern und Neustart empfohlen. Wenn ihr direkt im Anschluss eine neue Grafikkarte einbauen möchtet, dann solltet ihr die dritte Option auswählen, also Säubern und Herunterfahren. Der PC ist dann aus und ihr könnt die neue Hardware einbauen und sauber starten. In diesem Beispiel wähle ich Option 1 aus, also Säubern und Neustart. Sofern ihr das nicht in den Optionen zu Beginn deaktiviert habt, wird nun ein Wiederherstellungspunkt gesetzt und dann direkt mit der Säuberung begonnen. Ihr könnt im Log mitverfolgen, was gerade passiert. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Rechner neu gestartet. Unsere Grafikkarte wurde entfernt. Der Neustart wird etwas länger dauern und auch das Bild könnte zunächst, je nach Auflösung, nicht ganz normal aussehen. Und hier ein prima Beispiel, dass Windows immer den falschen Zeitpunkt trifft. Als ob man in dieser Situation Lust und Nerven hätte, die Einrichtung des Geräts abzuschließen. Wieso ich das hier zeige? Nun, um genau diese Meldung abzuschalten, findet ihr ein Video auf diesem Kanal.
Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und rechts oben im Infobereich. Das war also Werbung. Für mich selber. Wenn ihr der Empfehlung des Programms nachkommen wollt und Display Driver Uninstaller im abgesicherten Modus ausführen möchtet, dann könnt ihr das folgendermaßen tun. Wir drücken die Tastenkombination Windows-Taste plus R, um das Ausführenfenster zu öffnen, und geben hier msconfig ein. Jetzt öffnet sich ein Fenster mit dem Titel Systemkonfiguration. Hier wählen wir auf dem Register Start die Option Abgesicherter Start aus. Jetzt klicken wir auf OK und erhalten die Option zum direkten Neustart. Wir klicken auf Neu starten und nach einer Weile landen wir in der Anmeldung von Windows. Diesmal allerdings im abgesicherten Modus. Windows verwendet hier Standardtreiber und ist auch ansonsten auf eine minimale Konfiguration beschränkt. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb der abgesicherte Modus empfohlen wird. Der aktuelle Treiber lässt sich so natürlich besser entfernen, da auf die Datei nicht zugegriffen wird. Der sonstige Ablauf ist der gleiche wie zuvor. Wir wählen die Art des Treibers und danach den Hersteller. Dann auf die entsprechende Schaltfläche klicken und los geht's. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Ihr müsst den abgesicherten Modus wieder beenden. Das könnt ihr entweder vor oder nach dem Neustart tun. Solange ihr den abgesicherten Modus nicht deaktiviert, landet ihr immer wieder hier. Zum Deaktivieren des abgesicherten Modus einfach wieder die Windows-Taste plus R drücken und im Ausführenfenster msconfig eingeben. Dann unter Start den abgesicherten Modus deaktivieren. Das Fenster noch mit OK bestätigen und der nächste Neustart bringt uns wieder in unser normales Windows zurück. Das Tool Display Driver Uninstaller ist ein wirklich nützliches Werkzeug, das man auf jeden Fall kennen sollte. Gerade wenn man, wie zu Beginn angesprochen, Probleme mit den Grafikkartentreibern hat oder eine neue Grafikkarte einbauen möchte, so macht es durchaus Sinn, das Tool anzuwenden. Natürlich kann es auch problemlos ohne dieses Tool funktionieren. Doch wer auf Nummer sicher gehen will, benutzt es. Und das war's auch schon wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und falls ihr den Daumen nach unten drückt, dann lasst mir doch einen Kommentar da, wieso ihr das Video nicht mögt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.